Ja, moin moin, meine lieben Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, heute haben wir vor, etwas ganz Spezifisches, schon in der letzten Folge geplant, und zwar wollten wir einen neuen Kolonisten haben und den müssen wir jetzt erstmal entführen. Und dann ist hier etwas aufgeploppt, ja, bevor wir hier in den Krieg gegangen wären mit dem Pakt der Buguaba, was mir ehrlich gesagt scheißegal wäre, aber man muss es ja nicht, ne, forcieren. Also muss ja nicht sein. Wir könnten natürlich auch hier einfach einfallen, irgendeinen entführen und dann wieder abhauen. Ob wir das überleben, ist die andere Frage. Außerdem, wenn wir die dann vernichten, dann ist das Lager weg, was doof wäre, handelstechnisch. Wir könnten auch hier vorne noch einfallen. Ist halt ein Wush-Bouillon-Lager. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, ist recht gut, wenn wir alle Leute mitnehmen. Aber... Wobei, wir können das gar nicht. Nee, dann sind die Gefangenen nicht beaufsichtigt. Und wenn dann ein Angriff kommt, dann haben wir Weihnachten. Geht gar nicht. Oder wir könnten so einen kleinen Einsatztrupp machen und versuchen, die so irgendwie kaputt zu machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt... Wir hätten dann wahrscheinlich so 20 Gegner bis 30, denke ich mal. Wir müssten Nahkämpfer dabei haben. Wir müssten auf jeden Fall die Schnitter mitnehmen. Wir bräuchten eigentlich eine Queen. Wenn wir die Queen haben... Dann können wir das hier angreifen, denke ich. Ja? Außerdem habe ich einen kleinen Anschlag auf euch vor. Und zwar kriege ich immer wieder den Kommentar, Melli, spielt doch mal wieder Fishing Planet. Was haltet ihr davon? Ich weiß, hier werden jetzt nicht viele zugucken, die sich das wahrscheinlich gewünscht haben, aber schreibt es doch in die Kommentare. Ich liebäugle auch so ein bisschen mit Mountain Blade Warband, muss ich sagen. Allgemein bin ich da momentan so sehr offen. Außerdem habe ich heute von dem Support hier eine Lösung erhalten für mein Apollo Twin X. Und zwar habe ich jetzt meine ganzen Premium-Plugins freigeschaltet bekommen. Richtig geil. Und ja, finde ich richtig gut. Der ist hier ein bisschen am Distorten, sehe ich gerade. Also da geht das so ein bisschen sehr hoch. Zumindest wird das hier angezeigt. Ist aber egal. Ihr hört den Ton ja unverändert. Sehr angenehm. Ja, mit dem Licht hier muss ich noch so ein bisschen spielen. Ihr könnt ja mal gucken, wie das Licht so ist. Ich sehe ein bisschen ungesund aus, finde ich da. So ein bisschen weißlich. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht wegbekomme. Ob ich es ein bisschen umändern kann. Ist auch egal. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter hier. So. Wollte ich nur noch angesprochen haben und... Wir sind gleich da. Ich denke, die werden vorher schlafen. Ach ja, und Crazy Cat Lady ist kurz, ja, war kurz davor abzunippeln. Das hätte sie mir dann ganz übel genommen. Dann hätte ich böse E-Mails bekommen, beziehungsweise böse Nachrichten bei Instagram. Wobei ich manchmal überlegen bin, ob ich Instagram auch weghaue. Aber Instagram geht gerade noch. Twitter habe ich ja dicht gemacht, weil das ist einfach, ja, nervig. Vor allem jetzt, da es X heißt, da. Ja. Ich meine, X. Echt. Habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. So, wir haben hier insgesamt 17 Leute. Vielleicht sind da noch welche, I don't know. Wir gucken uns die mal eben an. Scheiße. Scheiße. Nicht das, was wir haben wollen. Den merken wir uns mal. 11 Fernkampf, Pflanzen. Ist nicht schlecht. Leider, der geht nicht. Aber Mohut, auch wenn der schon alt ist, ja. Den können wir schon mal so ein bisschen. Arterion, ja, brauchen wir auch nicht angucken. Raufbold, nein, danke. Nachteule, Fürsorge macht er nicht. Ist auch nicht so toll. Wir bräuchten am besten Mediziner mit Fernkampf. Das wäre so das Nonplusultra. Ein Asket, Fernkampf. Kochen kann er auch. Aber hier hart arbeitend. Und dann freundlich. Und dann auch noch blutrünstig. Wobei blutrünstig brauchen wir nicht wirklich, weil unsere Leute sind eh alle
total durch. Aber hart arbeiten und freundlich ist super, weil die einfach sich so richtig mit den anderen verstehen. Und das ist natürlich super, gerade wenn wir jemanden Neues reinholen. Der macht ja nicht sozial und Fürsorge, ist aber trotzdem freundlich. Das heißt, der wird wahrscheinlich nicht so mit den anderen anecken, denke ich mal. Ja. Genau. Sie wird andere nur selten beleidigen und manchmal freundliche Worte äußern. Deswegen, also das ist schon mal gut. Das heißt, selbst wenn sie nicht sozial ist, wird sie nicht diese Ausbrüche haben. Dann haben wir hier noch eine Drogenfaszination, bla bla bla. Ist auch interessant, weil der hat sehr viele Flammen. Der ist so ein Multitalent. Freundlich, zäh, ja, können wir nicht nehmen. Nachteule auch nicht. Also, ich finde den Asket auch nicht schlecht. Der ist sehr sozial. Der ist ein guter Fernkämpfer. Der kann auch Pflanzen lernen. Er könnte Kunst machen, was wir eigentlich auch noch bräuchten. Also die beiden würde ich eigentlich gerne haben. Das Problem ist, wir haben hier überall Nahkämpfer. Ja. Wir müssen echt mal sehen, wie wir das jetzt machen. Weil auch wenn wir Nahkämpfer haben und die gut ausgerüstet sind, es sind immer noch Nahkämpfer. Die machen immer noch ordentlichen Schaden. Und sind gefährlich. Das dürfen wir nicht unterschätzen, deswegen da müssen wir gucken, dass wir... Ja, wobei... Die greifen uns nicht mal an. Der kommt hin, der kriegt uns auf die Fresse, ist sofort tot. Und die greifen nicht an. Hey, Leute. Habt ihr irgendwie so ein bisschen Angst oder so? Ich hab das Gefühl. Jetzt greifen sie an. Gut, jetzt müssen wir auch genau aufpassen, wer da kommt. Braunes Eichhörnchen war... den wir haben wollten. Okay. Hat sich erledigt mit braunes Eichhörnchen. Aber der andere war eh für unsere Zwecke eigentlich sinnvoller. Wir bräuchten jetzt noch einen, der Kunst macht. Das haben wir nämlich noch nicht. Deswegen eigentlich... Das müssen wir uns jetzt schönreden, ja? Also, ich hätte beide gern gehabt. Deswegen, erlaubt mir einfach, mir das gerade schön zu reden, okay? Da, Asket, der. Forelle. Forelle muss... Wir warten auf die Forelle. Bam! Jetzt geht's ab hier. Jetzt wollen sie es wissen. Na, ihr seht. Wir haben es zwar geschafft. Er kriegt, ist sogar 16 Jahre alt, das ist sehr gut. Er hat leider eine Brandnarbe im Gehirn, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber egal. Das ist halt das Risiko, was man damit hat. Wir könnten ihn aber, da er ein ganz normaler Mensch ist, könnten wir ihn auch zum Sangophagen machen, theoretisch. Na so, jetzt hat er keine... So. Türkiser Maulwurf. Nee. Ich will halt keine Nahkämpfer mehr haben. Wir haben so viele Nahkämpfer, ich brauche einen Fernkämpfer, einen guten. Wir brauchen einfach einen guten Fernkämpfer mal. Ich weiß, manche werden jetzt sagen, ah, oh, Melli, da waren so gute dabei. Und ja, ihr habt ja auch recht. Ich erkenne das, aber trotzdem, das geht nicht. Wir haben Reis. Okay, warum ist hier so viel Reis? Ach, stimmt, weil das ja ein Doppellager war, oder?
Nee, war kein Doppellager. Ah, nee, das war ein anderes Lager, was ich im Kopf hatte. Egal. So, den haben wir. Den müssen wir jetzt zurückbringen. Und die Brandnarbe, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Also, ich denke, wir könnten auch gucken, ob wir an dieses Heilungsgehen kommen. Das würde vielleicht auch gehen. Wo die Narben geheilt werden. Oh, da, oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich habe so eine richtig gute Idee. So eine richtig geile Idee. Wir müssen erstmal damit leben, dass Forelle so ein bisschen eingeschränkt ist, ja? Ich glaube, eingeschränkt ist die richtige Bezeichnung dafür. Nicht ganz, ja. Nicht ganz so leistungsfähig, wie die Forelle eigentlich sein könnte. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Reis haben wir mit dabei. Ja, super. Gut, dann gehen wir jetzt zurück nach Woody. Und werden hier mal eben kurz nebenbei auch noch etwas aufbauen. Und zwar brauchen wir so eine Special-Zelle. Ja, so nenne ich das mal einfach. So eine Zelle, die einfach ein bisschen angenehmer ist. Ja, wo wir einen reinstecken, den wir haben wollen. Der wird da so drinnen so richtig schön verwöhnt, ja. Da kriegt er zum Beispiel einen schönen Stoffteppich. So, kriegt einen schönen Teppich rein, kriegt ein Bettchen rein, wird nicht von den Wärtern angespuckt. Ne, so welche Sachen. So, hier. Bekommt er hier alles schön hingestellt. Er bekommt dann noch einen kleinen Tischchen. Also wir sorgen wirklich dafür, dass er sich wohlfühlt, ja. Dass er denkt, ach Mensch, ihr habt zwar meine ganze Familie getötet, aber ihr seid so nett zu mir. Vielleicht habe ich mich ja in euch getäuscht. Vielleicht seid ihr ja doch ganz toll. Ja, wir können es mal ein bisschen übertreiben und packen auch gleich eine Klimaanlage rein. Ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Und wisst ihr eigentlich, wie viel angenehmer es ist, diese Folgen aufzunehmen, wenn du genau weißt, dass dein Sound nicht völlig lutscht? Also wenn du nicht irgendwie aufpassen musst, dass du nicht zu laut bist oder so. Das ist wirklich wundervoll. Ich habe übrigens Chicken Wings im Ofen. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Weil Chicken Wings sind einfach richtig geil. Oh, Sekunde. So, und wir haben jetzt auch den Giftmüllatomisator. Und jetzt möchte ich hier gerne Bioverformung und Bioregeneration machen. Aber vorerst müssen wir hier auch kurz das Ding reinbauen, bevor wir den anderen Kram machen. Da ist nämlich der Giftmüllatomisator. Den können wir gleich hier reinbauen. Und den darf man da sogar auch reinbauen. Sehr schön. Das heißt, wir können da gleich hier alles so reinknattern. Das ist sehr schön. Hier wird auch alles gerade gebaut. Das heißt, das wird auch alles dann fertig sein. Oh, scheiße. Yo. Okay. Das wird jetzt interessant. Die sind zum Glück noch alle in ihrem Kampfmodus. Das ist sehr gut. Allerdings ist... Ja, die sind auch gleich da. Das ist auch sehr gut. Sonst hätten wir keine Chance. Die haben sowieso ein Problem. So, jetzt wird interessant. Wir haben jetzt hier die Karawane. Ja, das Pferd kann ruhig hier rumlaufen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Die werden sich hier hinten wieder durchhauen, ne? Ja.
Genau. Das Problem ist, wir können nur von außen eingreifen. Wir können das drinnen. Wir können da drinnen kämpfen, theoretisch. Sind die brennbar? Sind sie nicht? Gut, wir haben. Ich habe eine Idee. Wir werden ausnahmsweise nichts tun. Wir brauchen auch nichts tun. Die werden sich hier durchhauen. Die werden sich mit denen kloppen. Ja. Genau, da werden die Rest, werden die Fallen den Rest machen. Die anderen kommen durch. Nö, die fliehen. Die fliehen da hinten auch. Das sind halt Teilfraktionen, ne? Mir ist auch scheißegal, ob die gut sind oder nicht. Die anderen. So, die haben noch zwei vor sich. Tesla ist hier. Das Wichtige ist, dass wir einmal Forelle hier haben, aber ich weiß nicht, wo Forelle gerade ist. Forelle sollte eigentlich reingebracht werden. Ja, Forelle wird gebracht. Okay, alles gut. Alles Tutikowski. Es ist okay, wie es jetzt ist. Sieht zwar an sich nicht so gut aus, aber es ist okay. Das Gute ist, dass wir die Schnitter haben. Die Schnitter sind für uns hier gerade auch Gold wert, weil die werden gleich hier alles abhalten. Die sind nicht brennbar, haben wir also auch gewonnen. Kein Problem. Wutanfall, war krank, Objekten im Raum, okay, gönn dir hart. Hast du dir verdient. Wobei, Ölk? Nein, nein, nicht an deinen... Ach, wobei, das sind nicht Meister. Doch, ist Meister, das ist ein Meister. Wenn er den kaputt macht, dann mache ich dein Leben kaputt. Ich mache dein Leben zur Hölle. Nein. Okay. Die fliehen. Da sind noch welche unterwegs hier. Aber Ölk wird sich um die kümmern. Nein, wird er nicht. Er wird nur irgendeinen Kack machen. Aber hier. Geil, oder? Als hätte ich es geahnt. Als hätte ich so ein Shining oder so. Ich habe das schon geahnt, dass die dann nämlich so durchlaufen werden. Deswegen, das war wirklich genial. Sind genau da reingelaufen. Deswegen habe ich die Fallen noch dahin gemacht. Genau wegen solchen Situationen, dass wenn die durchkommen. Gut, ich habe da mit größeren Gruppen gerechnet, aber... Mit größeren wäre das gar nicht fertig geworden, aber ist auch egal. Für sowas hier perfekt. So. Und damit hätten wir dann auch die Situation perfekt. Ey, was soll das? Genau. Perfekt unter Kontrolle. Bau nicht möglich, warum nicht? Jetzt mach.
So, die anderen werden dann schon reingetragen. Da brauche ich mich jetzt, glaube ich, nicht drum kümmern. Haben kein Feuer hier, oder? Nee, Forelle ist auf jeden Fall da. Das hier wird noch gebaut. Dauert noch ein bisschen. Forelle. Ja. Ich glaube, der wird eh erstmal ein bisschen im Koma liegen. Ich weiß auch nicht, wie stark die Brandnarbe sich auf seine Leistung auswirken wird. Das werden wir sehen. Aber ja. Ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das für heute. Das war eine wirklich spannende Folge. Hätte ich nicht gedacht. Und dabei sind wir nicht mal, haben wir nicht mal lange gespielt eigentlich. Aber es ist sehr viel passiert. Es gab Herzschmerz, Action, Drama. Alles war dabei. Und ja, in der nächsten Folge wird hoffentlich das Ding fertig. Dann wird hier hoffentlich der Giftmüll-Atomisator fertig. Sehr viel zu bauen auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, dass wir hier... Brauchen wir gar nicht. Wir haben... Wobei, Dark Angel könnte auch mal ein bisschen beim Bauen helfen. Momentan müssen alle ran. Alle müssen ran hier. So. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Und die Charaktere, die hier noch rumliegen, sind... Sind alles Imps, also sind die eh Kacke. Nee. Nee. Wie ich sagte, alle Kacke. So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und tschüss.